ist nicht so einfach, ne? Also wenn man jetzt fragen würde, ein Amerikaner, dann wirst du sehr schnell auf die Stars and Stripes fahren. Es gibt dann den Mann mit dem Hut, der auf dich zeigt. Und es gibt einfach so viele Symbole, die für Amerika stehen. Oder Frankreich, Savoie Vivre und so weiter. Und wenn es um die deutsche Identität geht, wird das keine Antwort geben von niemandem. Es gibt kein Bild, kein Logo, keine Farben, kein gar nichts. Und das heißt, ich begebe mich letztendlich auf die Suche nach Hinweisen, was könnte es sein, wie fühlt es sich an, deutsch zu sein. Bei der Suche haben ihm gewissermaßen die Möbel geholfen. Und mit einem Mal war es gar keine so große Anstrengung mehr, einer Antwort näher zu kommen. Sondern einiges schien sich ganz leicht zusammenzufügen und zu sagen, das ist es. Und da bin ich auf Antworten gestoßen im Bauhausarchiv. Wenn du dir die Geschichte der deutschen Architekten anschaust und der Moderne und einer der tollsten Schulen, die es gab in den letzten Jahren. Es ist also ein Buch, an dem viele Menschen beteiligt sind. Und wo bei anderen Büchern der Autorenname steht, da steht beim Hartz-IV-Möbelbuch Le Menzel und The Crowd. Heute Abend um 19:20 hören Sie in SWR2 Tandem das Musikmagazin mit Pop, Jazz und Weltmusik, vorgestellt von Bernd Lechler. Und Klassik. Heute mit Norbert Mörs und Musik von Schubert, Brahms und dabei unter anderem Sviatoslav Richter, Daniel Behle und René Leibowitz. Wir beginnen ganz sommerlich mit dem Idee im Sommerwind. Der Schmetterfilm Spätsommer 1904 auf dem Prägelhof in Kärnten im Land von seiner Eltern. Und man kann ja hören und staunen, wie Webern komponiert hat, bevor er kurz darauf Schüler von Arnold Schönberg wurde. Nikolaus Lenau für Großes Orchester Opus 20 von Richard Strauss. Ein Hörbeispiel aus der neuen CD für das Münchner Label Orfeo. Bei ihnen erschien jetzt der dritte Teil mit Orchesterwerken von Richard Strauss. Eine Folge der Reihe Werken von dem lettischen Dirigenten Andres Nilssons. Ce n'est pas la même personne. Très satisfaisant, mais c'est au moins... Et on a demandé ça donc en appel, puisque c'est en appel quand même.
été fiancée à ce moment-là. Et donc, trois semaines avant notre mariage, s'est tenue l'audience. Et à cette audience, justement, il y a un des magistrats qui nous a interrogés. Ils ont dit, donc, si on vous dit quel âge il a ou quelle taille, ça vous suffit? Ben, potentiellement, ça peut suffire. Après, s'ils ont exactement la même taille, il faudra en poser d'autres questions. Mais bon, ça pourrait amplement suffire. Et comme juridiquement, il est impossible pour deux personnes, demi-frères et sœurs par le sang, de se marier, puisque ça fait partie des causes de nullité un mariage, il m'importait, moi, de me marier en toute sécurité. Eh bien, je n'ai pas pu obtenir la réponse à cette question. Donc, on est amoureux, on n'a pas choisi, on a parié sur le fait qu'on était sans doute pas consanguin, en tout cas, on espère, mais aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse à cette question, et rien que ça, ça porte atteinte à notre intimité. Les Anglais, donc depuis déjà 2005, ont changé leurs droits pour garantir l'accès à leurs origines des enfants. Estamos a segunda tia. Back,